Am Mittwoch ist in Frankfurt Main der erste Saisonreport Frauen-Bundesliga vorgestellt worden. Es geht um Erträge, Aufwendungen, die Sonderrolle von Clubs mit Männerspielbetrieb in den obersten zwei Spielklassen sowie das Gehaltsgefälle bei Spielerinnen und Ertrags. Die Clubs tätigen große Investitionen beim Spielerinnenpersonal. Imago-Images. Die Clubs der Frauenfußball-Bundesliga haben trotz der Corona-Pandemie ihre Erträge in der Spielzeit 2019-20. Das geht aus dem ersten Saisonreport Frauen-Bundesliga hervor, den der DFB erstellt und am Mittwoch erstmals veröffentlicht. Demnach stiegen die Gesamterträge pro Club auf den Höchststand von 1,1 Millionen. Gleichzeitig stiegen auch die Gesamtaufwendungen auf durchschnittlich 2,1 Millionen. Insgesamt gehen aber die finanziellen Saisonergebnisse besonders bei den Frauenteams, die zu den Profivereinen der ersten drei Ligen gehören, weiter zurück. Die negativen Ergebnisse im Frauenfußball werden hierbei als Investition verstanden, da als Gegenleistung zum Mitteleinsatz unter anderem Imagegewinne und Marketing nutzen. Darüber hinaus erkennen die Lizenzvereine offenbar die mittelfristige Perspektive, dass sich der Frauenfußball direkt oder indirekt eigenständig finanzieren kann. Heißt es zur Begründung im Saisonrep. Gehaltsgefälle bei Spielerinnen gleicher Qualität. Großen finanziellen Aufwand betreiben die Bundesliga-Clubs beim Spielerinnenpers. Mit 1,19 Millionen Euro pro Verein vermeldet die Bundesliga einen Rekord. Die Clubs investieren intensiv in der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Teams, um so auch eine der führenden Rollen im europäischen Vereinsfußball zu verteidigen. Ich finde es immer wieder spannend zu beobachten, wie hoch oft noch das Gehaltsgefälle bei Spielerinnen gleicher. Insgesamt glaube ich aber, dass immer mehr Bundesliga für eine internationale Standards erfüllen, sowohl für deutsche Spitzenspielerinnen mit einer Nähe zur Frauennationalmannschaft als auch für internationale Topstars interessant sind, sagte Siegfried Dietrich, Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesliga. Ertragspotenziale sieht der Report im Bereich der Spielerträge, heißt, die Zuschauerzahlen bieten weiterhin Optimierung. Daher arbeiten Clubs und DFB derzeit gemeinsam am Thema Zuschauergewinnung, das eines der zentralen Handlungsfelder CFL Deutsche Presseagentur Frauen-Bundesliga bei Magenta Sport im Video. Bayern 7:1 Schützenfest gegen Meppen. Alle Videos in der Übersicht.